Hallo liebe Freunde des Schachspiels, in diesem Video geht es um die zweite Partie des Weltpokalfinales zwischen Sergei Kajakin und Peter Svidler. Sergei Kajakin hat die erste Partie mit Schwarz verloren und führt in der zweiten Partie die weißen Steine. Steht noch nicht unter Siegzwang, im Finale werden vier Partien gespielt anstatt zwei, aber natürlich ist das Match recht kurz und Kajakin wird versuchen mit Weiß Druck zu machen. Greift daher zu seinem Stammzug erstens E4. Die Spieler kennen sich natürlich, haben über 25 Partien gegeneinander gespielt. Und ein Großteil davon, in denen Kajakin Weiß führte, wurde in der spanischen Öffnung gespielt, nämlich diese Variante. Svidlers Hauptwaffe gegen erstens E4, die klassischen Spanier. Turm E1 auch der Hauptzug, B5, Läufer B3, Rochade. Soweit alles Standard hier. Die erste winzige Überraschung ist zwar der meistgespielte Zug, der Zug C3, aber in den Duellen gegen Svidler hatte Kajakin in letzter Zeit eine andere Variante gespielt, nämlich A4, B4, D4. Durchaus auch mit Erfolg oder mit guten Stellungen, daher eine ganz kleine Überraschung, aber natürlich muss mit dem Zug C3 immer gerechnet werden. Schwarz hat hier die Wahl, mit D6 in den klassischen geschlossenen Spanier überzugehen oder mit D5 das Marshall Gambit zu spielen. Svidler entscheidet sich für den Zug D6. Weiß spielt H3, auch der bekannte Hauptzug gegen Läufer G4 gerichtet. Hier hat Schwarz die Wahl. Von Svidler in diesem Turnier haben wir schon einen Aufbau mit Läufer B7, D4, Turm E8 gesehen. Aber diesmal greift er zu seiner anderen Hauptwaffe, dem Zug Springer nach B8. Mag komisch aussehen, ist aber wohl bekannt. Die Breyer-Variante, der Springer soll nach D7 gehen, um den Weg frei zu machen für den Läufer, dass dieser von B7 freie Sicht hat. Apropos freie Sicht, ich gucke gerade, ob ich mein Mikro vorsehen kann. Es scheint fast so. Springer B8, wir folgen noch länger der Theorie, daher hier keine allzu langen Ausführungen von mir zur Abwechslung. All das ist die absolute Theorie-Hauptvariante. Beispiel Läufer C2, das kann Vorbereitung sein für das klassische spanische Springermanöver. Springer F1, Springer G3, um das machen zu können, muss man erstmal den Bauern auf E4 decken. Kann aber auch eine andere Idee haben, die wir in der Partie gleich sehen werden. Turm E8, soweit alles wohl bekannt. Hier ist die Hauptvariante Springer F1, Läufer F8, Springer nach G3. Hier gibt es, ja, lasst mich nicht lügen, tausende Partien mit Sicherheit. Aber Kajakin spielt anders und auch das kommt nicht überraschend, denn diesen Zug hat er bereits in der Vergangenheit gespielt, meist mit sehr guten Steuerungen. Der Zug A4 versucht den Springer erstmal auf D2 zu halten und sich dem schwarzen Damenflügel zu widmen. Diese Schwäche ist nicht unbedingt, aber diesen Vorposten auf B5 aufs Korn zu nehmen. A4, Läufer nach F8, der typische Zug, macht den Weg frei für den Turm, damit dieser freie Sicht auf E4 hat. Und Läufer nach D3 greift den Bauern auf B5 an, sodass Schwarz gezwungen ist, mehr oder weniger C6 zu spielen, was seinem Läufer auf B7 die Sicht versperrt. Soweit alles gut bekannt. In dieser Steuerung gibt es wieder mehrere Züge, die probiert wurden. Jetzt Springer F1 zum Beispiel wird gespielt, jetzt wo der Läufer nicht mehr das Feld E4 bestreicht. Es wurden auch Bauernzüge am Damenflügel gespielt, B3 oder B4, um hier rumzugreifen. Aber Kajakins Zug ist heutzutage der Hauptzug, der Zug Dame nach C2. Mit der Idee, sich erstmal alle Optionen offen zu halten, diesen Bauern nochmal zu überdecken und dann zu sehen, wie Schwarz reagiert. Svidler spielt Turm C8, auch das wohl bekannt. Dame C7 wurde hier ebenfalls gespielt, aber Turm C8 ist ein sehr logischer Zug. Jetzt, wo der Turm sich der Dame gegenüberstellen kann, auch wenn diese Linie erstmal geschlossen bleibt. Beispiel jetzt A schlägt B5. Hier ist das Timing wichtig. Es wurde auch häufiger B4 probiert, entweder hier oder ein bisschen früher, aber dann eine Idee, die Magnus Carlsen eingeführt hat. Mit Springer nach B6, A schlägt B und jetzt C schlägt B. Und dieser Bauer kann ein bisschen zur Schwäche neigen. Und hier sehen wir einen Sinn von Turm nach C8. Daher beginnt Weiß mit A schlägt B5. Und wenn Schwarz jetzt C schlägt B5 spielt, fasst Weiß seinen B-Bauer nicht an, sondern spielt D5, schließt die Stellung und der Läufer auf B7 ist ein bisschen passiv. Der Bauer auf A6 eine Schwäche, sprich C schlägt B5, hier kein besonders guter Zug. Daher A schlägt B5, alles Theorie. B4 ebenso eine Stellung, die Kajakin schon auf dem Brett hatte, gegen keinen anderen als den Schachweltmeister Magnus Carlsen. Und ich war mir nicht sicher, ob Svidler vorbereitet war auf diese Variante. Er hatte an Turm C8 ein bisschen länger überlegt. Aber hier spielte er Tempo eine starke Neuerung, nämlich den Zug C5, der eindeutig signalisiert, dass er dies antizipiert hatte und damit gerechnet. C5 ist eher ungewöhnlich in diesem Steuerungstyp. Normalerweise manövriert Schwarz, spielt etwas langsamer, damit C7, G6, Läufer G7 und Weiß steht ein bisschen besser. Weiß spielt Läufer B2, bereitet häufig C4 vor. Manchmal kann der Springer nach A5 gehen. Also bei ruhigem Spiel hat Weiß hier etwas Vorteil und dagegen richtet sich C5, was sofort die Spannung enorm erhöht. Wir sehen hier allen möglichen Feindkontakt. Der erste Zug ist klar, B schlägt C5, auch gegen Schwarz ist C schlägt B4 gerichtet.
Hier könnte man meinen, die schwarze Idee wäre, einfach zurückzuschlagen, D schlägt C5. Ist es aber nicht. Auch dieser Zug ist interessant. Ich vermute, es Fiedler gefiel, Läufer schlägt B5 hier nicht, C schlägt D4, Läufer nach C4. Und dieser Läufer ist ziemlich mächtig auf dieser jetzt sehr weit offenen Diagonal. Daher spielt Schwarz nach B schlägt C5 einen cleveren Zwischenzug, ich weiß nicht, ob man so nennen kann, E schlägt D4 und sorgt damit für mehr Verwirrung. Die Spannung steigt überall. Der logische Zug auf den ersten Blick wäre C schlägt D4, aber dann scheint, dass nach D schlägt C5 bei Schwarz alles in Ordnung ist. Der direkte Versuch E5 scheitert an dem sehr cleveren, und hier muss man seinen Computer befragt haben, C4 greift diesen Läufer an, der Läufer geht weg und jetzt ein weiterer, ja, ich nenne es einfach Zwischenzug, der Zug G6 greift den Läufer wieder an und bei Schwarz ist alles in Ordnung. Schlägt, 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 schlägt. Also C schlägt D4 scheint nicht kritisch zu sein, dann eröffnet sich die Stellung und bei Schwarz ist alles okay. Der andere Hauptzug in dieser Stellung, der auch Teil von Fiedlers Vorbereitung war, ist der Zug Springer schlägt D4. Greift den Bauern an auf B5 und nimmt den Bauern auf D4 zurück. Und hier muss Schwarz wieder einen sehr pointierten Zug finden oder wissen. Denn normale Züge scheitern. Springer schlägt C5, Läufer schlägt B5, ist einfach ein Mehrbauer für Weiß. Aber Schwarz hat den, Schwarz hat den sehr trickreichen Zug B4. Und wieder, das ist modernes Schach. Man kann diese Stellung mit dem Computer sehr, sehr weit analysieren und es zeigt sich, dass alles funktioniert für Schwarz. Aber auf C5 ist angegriffen, er will B schlägt C3 spielen und die Hauptpointe ist nach C schlägt B4, D schlägt C5. Nutzt er wieder diese Gegenüberstellung von Dame und Turm aus und Schwarz steht hier schon besser. Nach B schlägt C5 kommt Läufer schlägt C5 und es droht ein sehr gemeiner Läuferabzug, gegen den der Weiße sich komischerweise nicht wirklich wehren kann. Zum Beispiel Dame nach B2 geht aus dieser Linie, aber jetzt wird die Sache noch schlimmer, kommt Springer E5 und alles hängt. Also durchaus eine trickreiche Vorbereitung von Fiedler und der beste Zug in dieser Stellung nach B4 wäre der Zug C6. Ich erzähle euch das, weil das zu einer Partie führen könnte, zu einer Stellung führen könnte, die wir in der Partie sehen. Nach E schlägt D4 greift Kajakin euch nicht zu Springer schlägt D4 oder C schlägt D4, sondern zu sofortigem C6. Versucht hier die Spannung aufzulösen und eine schwarze Figur nach C6 zu lenken, um dann auf D4 mit Tempo schlagen zu können. Und hier wäre Läufer schlägt C6, Springer schlägt D4, Zugumstellung zu der Variante, die wir eben gesehen haben, die Fiedler wohl bekannt war. Aber dadurch, dass Weiß die Züge umgestellt hat, hat Schwarz eine zusätzliche Option, die nicht unbedingt besser ist, aber die Fiedler nach längerem Nachdenken wählt, den Zug D schlägt C3. Die Idee ist, die Stellung weiter zu vereinfachen. Fiedler wäre mit einem Remis natürlich sehr zufrieden, da er die erste Partie gewonnen hat mit Weiß. Und nach D schlägt C3 tauscht sich einiges ab, aber Schwarz verliert auch das Läuferpaar. Hier sehen wir, dieser Läufer lässt sein Leben, diese Variante ist erzwungen. C schlägt D2, Dame schlägt D2 und Turm nach B8. Der Bauer B7 ist ein Kind des Todes. Trotzdem ist die Stellung nicht so einfach. Nach Läufer schlägt B5 hatte Fiedler ursprünglich geplant, hier sofort das materielle Gleichgewicht wiederherzustellen mit Turm schlägt B7. Aber dabei war ihm entgangen, dass nach Läufer C6 Turm B6 Weiß den lästigen Zug Turm A8 hat. Und auch diese Stellung ist nicht schlimm, aber Schwarz muss sich ein bisschen passiv verteidigen. Nach Dame C7, Turm schlägt E8, Springer schlägt E8, steht Weiß vielleicht etwas besser. Der Läufer geht weg und Weiß hat das Läuferpaar und die etwas bessere Bauernstruktur. Daher versuchte es Fiedler schlauer zu spielen. Nach Läufer schlägt B5, spielt den Zug Dame nach B6, um mit der Dame auf B7 zu schlagen und Druck auf diesen Bauern auszuüben. Laut Computer übrigens wäre Dame C7 vielleicht genauer als Dame B6, was in manchen Varianten dieses Feld C4 im Auge hat, aber es sind sehr subtile Unterschiede. Dame B6, jetzt wäre Läufer C4 eine Zusatzoption gewesen. Aber Kajakin spielt nicht so, spielt den Zug Turm nach B1. Hier wäre es möglich gewesen, auf E4 zu schlagen, wieder, wenn wir unserem Computer Glauben schenken können. Aber es ist nicht sehr menschlich, diesen Bauern auf B7 am Leben zu lassen. Und sei es nur für sehr kurze Zeit nach Läufer D3. Scheint es, als hat Schwarz alles im Griff. Aber für solche Varianten entscheidet man sich nur sehr ungern, weil dieser Bauer eben sehr weit fortgeschritten ist. Fortgeschritten, vorgeschritten, vorgezogen. Man weiß nicht. Wie dem auch sei, nach Turm B1 spielte Fiedler Dame schlägt B7. Der natürliche Zug greift diesen Bauern an, stellt das materielle Gleichgewicht wieder her. Weiß überdeckt seinen Bauern mit Läufer D3, greift gleichzeitig die Dame an. Dame A8, Turm schlägt B8, Turm schlägt B8. Der Turm muss sich bewegen und damit
aufhören, auf E4 Druck zu machen. Jetzt hat sich die Steuerung ein bisschen stabilisiert mit leichtem weißen Vorteil. Nichts Tragisches, das Material ist ziemlich reduziert, aber Weiß hat das Läuferpaar. Schwarze Bauer auf D6 ist potenziell ein bisschen schwächer als der Bauer auf E4 vielleicht, wobei es im Moment schwer ist, ihn anzugreifen und es gibt viele Themen mit D5, die Spannung ganz aufzulösen. D5 kam auch hier schon in Frage, wonach Weiß entweder E schlägt, D5 oder E5 spielen kann, jeweils mit minimalem Vorteil. Aber Svitlana entscheidet sich für einen anderen logischen Zug, den Zug Dame nach A2, befragt diesen Läufer und er war der Meinung, höchstwahrscheinlich zu Recht, dass wenn der Läufer wegzieht nach Läufer D4, Dame schlägt D2, Springer schlägt D2, dieses Endspiel durchaus haltbar ist für Schwarz. Schwarz spielt G6, Läufer G7, eines Tages D5 und es ist sehr wenig Material verblieben, um hier auf Gewinn zu spielen. Al-Kayakin spielt besser, spielt den Zug Turm nach E2, behält damit die Dame auf dem Brett und jetzt muss Schwarz weiter aufpassen. Svitlana spielt H6, ein Zug, der mir nicht besonders gefiel auf den ersten Blick. Solchen Strukturen, normalerweise will man eher G6 spielen, um diesen Läufer zu neutralisieren und dem eigenen Läufer ein Feld zu geben. Aber Svitlana spielt H6, um das Feld G5 unter Kontrolle zu nehmen. Ihn störte in manchen Varianten der Zug Springer G5. Zum Beispiel auf D5 wäre eine Möglichkeit, hier E5 zu spielen. Springer nach E4, Läufer schlägt, D schlägt E und Springer nach G5. Auch das muss nicht besonders vielversprechend sein für Weiß, aber das sind alles sehr lästige Varianten mit relativ wenig Zeit. Auf D5 wäre auch sofort Springer G5 möglich gewesen. Und all diese Varianten sagten Herrn Svitlana nicht besonders zu. Der Zug H6. Jetzt hat Weiß ein bisschen Zeit, sich zu konsolidieren. Spielt einen weiteren sehr starken Zug Dame nach C1. Die Dame muss aus dieser Gegenüberstellung raus und das naheliegendere, ich weiß nicht, ob es naheliegender ist, aber auf Dame C2 einerseits verlässt man diese Gegenüberstellung nicht und außerdem wäre jetzt Dame nach B3 möglich. Da Dame nach C1 droht ein Abzug des Läufers, Schwarz muss weg mit seiner Dame, geht nach B3, greift den Läufer an, Läufer nach C4 und Dame nach B7, nimmt diesen Bauern ins Visier und Svitlana war der Meinung, dass er hier das Schlimmste überstanden hat. Wenn Weiß E5 spielen muss, vereinfacht sich die Steuerung sehr. D schlägt E5, Springer schlägt E5, Springer schlägt E5, sagen wir Läufer schlägt E5. Und am präzisesten der Zug Dame B1 tauscht die Damen ab und dieses Endspiel ist Remis. Aber Kayakin findet eine weitere Ressource, das Spiel am Laufen zu halten. Einen schönen Zug, den Zug Dame nach D1. Der Idee, dass Springer schlägt E4 jetzt nicht funktioniert wegen Läufer nach D5. Und damit muss Schwarz weiter leiden, muss sich mit Ideen wie E5 auseinandersetzen. Svitlana bleibt aber cool allgemein. Bisher sehr wenig Rechenfehler von Svitlana im ganzen Turnier. Spielt den Zug Turm E8, greift damit diesen Bauern an und zwingt Weiß zu einer Erklärung. Weiß hat hier zwei Möglichkeiten. Kayakin entscheidet sich für Läufer schlägt F6, eine Stellung mit ungleichfarbigen Läufern zu spielen, wo er ein bisschen Druck behält. Die Alternative wäre gewesen, den Zug E5 zu spielen und dann auf D schlägt E5, Springer schlägt E5, eine Stellung mit symmetrischen Bauern, aber Läuferpaar anzustreben. Und auch hier ist Schwarz, ja, noch nicht ganz aus dem Gröbsten raus. Er steht nur leicht schlechter, aber er muss sich weiter passiv verteidigen und die Läufer sind durchaus mächtig in dieser Stellung. So dass auch das eine Option gewesen wäre. Natürlich ist das Remis-Potenzial mit 3 gegen 3 sehr hoch, aber Schwarz hätte noch arbeiten müssen. Ebenso nach Läufer schlägt F6, Springer schlägt F6 ist klar und hier zeigt sich Kayakins Idee. Er spielt jetzt E5, D schlägt E5, Springer schlägt E5 und greift damit den Bauern F7 an. Schwarz hat nur einen Zug, sich zu verteidigen, Zug Turm nach E7, aber damit verknoten sich natürlich seine Figuren etwas, der Turm und der Läufer haben nicht besonders viele Züge und dieser Druck auf F7 ist durchaus lästig. Kayakin spielt Dame D4. Nach der Partie regt er auch den Zug G3 an, wonach Schwarz sich nicht so leicht mit Springer nach D7 verteidigen kann, weil er dann nach Läufer D5 durchaus in taktische Probleme hier geraten könnte. Eine Beispielvariante wäre Dame nach C7, sagen wir, sieht normal aus. Läufer schlägt F7, Turm schlägt F7, Springer schlägt F7, König schlägt F7. Dame D5 Schach, König nach G6, Dame E4 Schach und auf einmal geht es dem König an den Kragen. Sagen wir Dame König F7, Dame E6 Schachmatt. Nur als Beispiel, dass durchaus noch Gefahren lauern in der Stellung. Auf G3 kann Schwarz andere Züge spielen. Springer E4 scheint möglich zu sein oder ein, sagen wir, Wartezug mit der Dame. Aber mit wenig Zeit hätte Svitlana hier durchaus noch Probleme zu lösen gehabt. Stattdessen spielt Kayakin den auch sehr naheliegenden Zug Dame nach D4 und Svitlana versucht sich jetzt zu verteidigen mit Springer nach D7. Im Unterschied zum Zug wie G3 funktioniert jetzt Läufer D5 nicht, wegen Dame B1 Schach und bei Schwarz ist alles in Ordnung.
Daher greift Kajakin zu. Ich weiß nicht, ob dem letzten Schwung, um auf Gewinn zu spielen, aber versucht die Stellung zu verschärfen. Wenn er tauscht auf D7, ist die Stellung natürlich Remis. Wenn der Springer wegzieht, tauscht Schwarz die Türme und ist auch nichts los. Kajakin greift zu. Springer schlägt F7. Turm schlägt F7 und Turm nach B2. Ein Zwischenzug, um den Turm zu aktivieren und die schwarze Dame zu einer Erklärung zu zwingen. Hier gab es mehrere spielbare Züge, oder zwei auf jeden Fall. Der eine ist Dame nach C7. In so einer Stellung nach Läufer F7, König F7. Hier hat Weiß keinen so entscheidenden Angriff mehr. Dame D5, Schach, König G6. Und jetzt schafft es Schwarz, sich zu verteidigen mit Springer nach F6 in vielen Varianten. Daher sollte das hier Remis ausgehen. Schwarz muss ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber er sollte nichts zu befürchten haben. Und Zwedler spielt den Zug Dame nach C6, der ebenfalls spielbar ist. Er möchte nicht zulassen, dass die weiße Dame das Feld D5 kriegt. Eine Variante nach Läufer F7, König F7. Hier schalten wir uns in das Geschehen ein, um zu sehen, was Kajakin macht, um weiter Druck zu machen. Mal schauen, ob das klappt hier. Es kann sich wie gewohnt nur um Stunden handeln. Das war schon der Spoiler. Wir müssen ein bisschen zurückgehen im Video. Hier sehen wir, dass Kajakin spielt den Zug Turm nach B5. Versucht seinen Turm zu aktivieren. Und in manchen Varianten vielleicht Turm F5 anzutäuschen. Aber der eine oder andere mag es gesehen haben, hier die Computerbewertung fällt drastisch nach unten nach Turm B5. Und was ist verkehrt mit diesem Zug? Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, um zu überleben. Überleben auch, aber überlegen, woran dieser Zug scheitern könnte. Und dann schalten wir uns in die Partie wieder ein und sehen, wie Zwidler reagiert. Hier sehen wir Zwidler. Kann nicht ganz glauben, was er da sieht, kratzt sich am Kopf und greift zu dem Zug. Der eine oder andere mag es schon gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir es auf dem Brett gleich zu sehen kriegen. Ja, der König geht in die Ecke nach H8. Ein harmlos aussehender Zug, aber dieser Zug gewinnt eine Figur, weil Weiß jetzt nicht auf F7 schlagen kann, da sein Turm auf B5 angegriffen ist. Turm nach B5, also ein dramatischer Überseher von Sergei Kajakin, der hier in seinem Spiel auf Gewinn überzogen hat. Die Stellung war eigentlich unverlierbar. Ein Zug wie Läufer schlägt F7, so eine Stellung kann Schwarz niemals gewinnen. Mit dem Turm und drei Bauern gegen zwei Figuren und zwei Bauern ist die Stellung. Sollte Schwarz sich verteidigen, was hier sehr möglich und wahrscheinlich erscheint, ziemlich glatt Remis. Nicht so nach König H8. Jetzt hat Schwarz einfach eine Figur mehr. Es funktioniert nichts für Weiß. Läufer schlägt F7, Dame schlägt B5. Wäre noch ein bisschen Arbeit gewesen für Zwidler. Diese Stellung, wenn man die Damen vom Brett nimmt, ist nicht völlig klar. Hat Weiß Chancen, sich eine Festung zu bauen, aber mit Damen auf dem Brett sollte es ziemlich glatt gewonnen sein. Stattdessen gab es in der Partie ein Ende mit Schrecken, und zwar der Zug Turm nach D5. Spekuliert auf den letzten Trick, wenn Schwarz achtlos Springer F6 spielt, käme Turm nach D8 und jetzt ist dieser Turm wieder angegriffen und kann nicht wegziehen, weil der Läufer angegriffen wäre. Aber dazu kommt es nicht. Zwidler spielt Springer nach B6, greift gleichzeitig den Läufer und den Turm an und die Partie ist vorbei. Schwarz hat jetzt nicht nur eine Figur mehr, sondern am Ende des Tages einen ganzen Turm wegen dieses Doppelangriffs. Weiß kann nichts tun und daher gab Kajakin sich hier geschlagen. Das bedeutet 2-0 Führung für Peter Zwidler im Weltcup-Finale. Das ist noch nicht die Entscheidung. Das Match geht über 4 Partien. Aber es sieht natürlich jetzt ganz gut aus für Peter Zwidler, der in der dritten Partie die weißen Steine führt. Und ein Remis würde ihm reichen, um den Weltpokal, ich wechsle mal das Wort, Weltcup-Weltpokal, zu gewinnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bitterer Tag für Sergei Kajakin. Und wir sehen uns zum nächsten Video oder auf chess24.com. Tschüss.